Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Baldur's Gate 3, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und dabei seid auf der Reise. Wir verlassen unser Lager, denn wir haben viel vor. Wir müssen zum Mondaufgang und dementsprechend wird es Zeit, dass wir loskommen. Wir hatten ein lustiges Fest, wir hatten ein kleines Techtelmechtel. Viel davon habt ihr nicht gesehen, denn ich musste doch ein paar Sachen schneiden, denn, ja, wie es halt so ist, es gibt Sachen, die nicht gezeigt werden dürfen. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, ja, also, aber trotzdem, der YouTube-Algorithmus hätte mich sonst definitiv rausgeworfen und ich hätte irgendwie Ärger bekommen. Aus dem Grund sind wir so weit, wie wir sind. So, was ist mit dem hier? Kann aber sagen, ansonsten machen wir uns auf den Weg. The Tieflings have moved on. We can restore the harmony of the Grove now. Gut, die Harmonie des Hains. Wir gucken auf die Karte. Das ist der Smaragdhain. Haben wir da noch irgendwas? Ist das eine Mission? Nee, ich denke nicht. Ja, genau. Hier haben wir die Klinge der Grenzen haben wir hier. Wir haben hier die Krippe. Da wollten wir noch hin. Goblinlager. Da waren wir, glaube ich. Das Teehaus. Haben wir da noch offen? Lass mich mal kurz gucken. Haben wir da irgendwas offen hier? Mhm. Begleiter. Magier, der Magier von Tiefwasser. Wir gaben Gale ein mächtiges magisches Gegenstand und er konnte das Gewebe darin absorbieren. Sein Zustand stabilisierte sich. Doch er warnte uns, dass es ein ständiger Kampf ist. Wenn er das nächste Mal Bedarf hat, sollten wir vorbereitet sein. Okay, Gales Zustand ist instabil geworden. Er braucht das Hammer gemacht. Das heißt, da geht es nämlich weiter demnächst. Wir haben mit Zorn gesprochen, Sorun gesprochen, Entschuldigung. Er sagte, er habe die Gynaki auf der Straße nach Baldur's Tor gesehen, in der Nähe eines Gebirgspass. Ich würde sagen, auf der Karte anzeigen. Und das sollte jetzt unsere aktive Mission sein. Kann man das irgendwie, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Ich hätte gern das hier als aktive Mission. Das ist abgeschlossen, das hätte ich gern hier als aktive Mission. So, habe ich irgendwas in der Nähe, was ich hier, wo ich hinspringen könnte? Nein. Wir haben hier nur dieses komische Goblin-Lager. Und da müssten wir durch, um da hinten hinzukommen. Wobei hier warm war. Ja, irgendwie müssen wir da hinten durch. Wir probieren es einfach. Springen können wir nicht, das macht keinen Sinn, also laufen wir. Das heißt, wir laufen einfach mal hier hin. Nicht erreichbar. Okay, nicht erreichbar. Nicht erreichbar, das heißt, wir müssen hier einmal runter. Das ist ja okay. Mimimi, wir müssen da runter. So, seid ihr alle da. Dann geht's auf. Wir könnten den Hund mitnehmen. Ich kann ihn rufen. Warte mal. So, dann... Auf geht's. Vielleicht findet er nämlich irgendwas, was wir gebrauchen können. Da wir jetzt den Goblin getötet haben, weiß ich nicht, was uns in der Stadt erwartet. Die haben wir noch zu. Die haben wir gar nicht aufgemacht, die Reisetruhe. Ja, nehmen wir mit. Die Abenteurer sind leer. Toter Tiefling. Zerstörtes Dorf. Ah, da sind sie. Guck mal. Goblin-Laser. Den haben wir gar nicht aktiviert, hä? So, jetzt haben wir ihn aktiviert. Was braucht er denn wieder? My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile.
Habe ich irgendwas für dich? Hier, den Hammer braucht keiner. Spenden. Thank you. Für das warst du mir im Arkanenturm nicht gut genug. It is a strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But this doesn't feel quite right. I mean, it never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Oh. So, dann erzähl mir mal, was hier vor sich geht. The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Das gefällt mir gar nicht, Kollege. Das muss ich dir sagen. Und ich habe so die Befürchtung, dass ich irgendwann es bereuen werde. So wie die Kiste aufgemacht zu haben. Hm. Was? Hm. Ah. Hm. Hm. Da haben wir was zu essen, das ist gut. Wir erkunden auf jeden Fall die Karte. Decken wir mal alles auf hier. Look, don't talk. Garbage. Mhm. Wein nehmen wir mit. Braucht man nicht den ganzen Quatsch. Okay, hier sind wir einmal durch. So, wo geht's hier hin? Gibt's da irgendwas? Dann haben wir hier alles erkundet. Oh. Toter Tiefling. Was habt ihr gemacht mit dem Tiefling? Die essen ihn gerade. Tastes like chicken. No chicken. Tastelog fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food, the mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Täuschen, es ist noch besser. Ich gehöre zu den erwählten Jüngern der Absoluten. Hm. Sei redegewandt für einen Oger. Ich trage kein solches Mal. Täuschen. 10, das könnte sogar was werden, hm? Und. Kritischer Erfolg. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food. Not food. Friend. Ihr seid ein sehr wortgewandter Oger. Wie ich sehe, tragt ihr selbst das Mal nicht. Ich habe in der Region nicht viele Oger gesehen. Kein Essen, Freund. Mhm. Ihr seid ein sehr wortgewandter Ork. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend.
And this land proves particularly fruitful. Na dann. Alas, not so much as a nibble. Food? No, not food. Geborstener Stützpfeiler. Oh. Ich mache mal kurz eine schnelle Speicherfolge. Halt, machen wir hier, machen wir kurz einen neuen Spielstand, speichern. Und ich würde nämlich Lamichtler Meuchtler Flamme. Kampf beginnt. Eigentlich hätte ich es überlebt, ja? Fehlschlag. Hätte ich vielleicht bleiben lassen sollen, ja? Ich habe ja alles gehabt. Ich hätte ja einfach gehen können. Ich hab doch alles geschafft, weißt du? Fehlschlag. Ja, geiler Scheiß. Ich würde sagen, ich gebe dich auf. So, Gale, dann würde ich sagen, du gehst mal ich pack dich hier hin. Und dann würde ich sagen, hier die brennenden Hände. Dann würde ich sagen, dich mache ich. Was ist das hier? Zug beenden. Jetzt wird es problematisch. Aber es sollte funktionieren. Wird verstrickt. Fehlschlag, das ist natürlich ganz schlecht. Dann gehen wir hier zurück. Zug beenden. Der will außen rum wahrscheinlich. Ja. So, wir müssen hier aus der Säure raus. Also halt. Wir nehmen 16, hier den hier. So, Zug beenden. Und dann darfst du gerne mal hier einmal schießen. Fehlschlag, ist okay. Du
Du darfst auch mal springen. Setze ich dich dahin. Dann würde ich mich als den hier. Schlägerbreck. Haben sie einen aktiviert noch? Okay. Ja, ich habe da einen Fehler gemacht. Wundert's dich? Nein, es wundert mich gar nicht, dass ich da mal einen Fehler mache. Das ist doch nichts Neues, ja? Ich mache doch immer Fehler. Das ist nix. Ich würde aber fragen, ich gebe dir dem da. Gebe ich hier einmal. So, den hat's erledigt. Spurten. Spurten zurück. Ah, reicht es noch? Okay, wer ist dran? Der ist dran. Gail. Der hat... Was hat der denn hier? Pass auf, wir geben den hier. Level 2. Und du darfst mal den hier machen. Und du spurtest hier rüber. Du springst immer noch hier rüber, weil ich will den hier weg haben. So, Zug beenden. Fury, I am death. Sag mal her, habe ich da irgendwas, was du verwenden kannst? Langschwert. Das Langschwert hast du schon, ja? Ne, das Großschwert, was er hat. 15, ja, gut, okay, das ist in Ordnung. Aber du hast nicht viel. Was hast du denn hier? Arkanes Wissen. Geschicklichkeit, Intelligenz, Stärke, Weisheit. Geschicklichkeit. So, und dann darfst du einfach mal ihn mit dem Knauf schlagen. Willst du ihn mit dem Knauf schlagen? Ja, komm. Ich bin genau in die Säure reingelaufen, ich Held. So. Fehlschlag. Echt jetzt? Ich würde sagen, was hast du denn? Sehr schön. Und dann springst du bitte einfach mal hier weg. Sehr gut. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Aber ich hab's ja so gewollt. Ich hätte einfach gehen können. Ich hätte ja gehen können. Ja, was habe ich gemacht? Nichts. Ah, so, wer ist da noch im... So, wer ist der hier? So, dann würde ich du... zerfleischen. Sehr schön. So, du bist auch noch gut. Sehr schön. Plus, ich habe bloß eine Tote. Ah, ist okay. So, was hast du denn? Schaden 30. Und schon sieht die Welt nicht mehr so schlimm aus, ja? Wer braucht ein bisschen was? Ich würde sagen... Gail bekommt ein bisschen. So, Gail, dein Zug. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich mache. Brennende Hände.
Der hat jetzt 15. Pass auf, Spurten. Springen, der kann es aber nicht heben. Der liegt. Ich nehme dich zurück. Super. Some healing for a wizard in need. Ja. Nächste Runde darfst du den trinken hier. I'm fury. I am death. So, wer ist da jetzt? Ich müsste dich eigentlich aufheben. Bloß das Problem wird sein, wenn ich den jetzt. Das muss ich den als erstes wegmachen. Ein Doppelschlag. Hauptangriff. Spalten. Was ist das hier? Kann ich da mit dem Stein? Ist der Stein noch da? Pass auf, wir probieren das mal. So, der ist noch nicht dran. Habe ich mich selbst geheilt. Super. Voll gut. So. Sie ist dran. Hast du keinen? Du kannst sie aber selber heilen, würde ich sagen. Wie viel hat der? 17. Ich würde aber sagen, ich mache erstmal heilen auf dich. Du sollst dich selbst heilen. Was hast du bitte geheilt? Was hast du geheilt? Du solltest dich heilen. Ich hätte auch sie heilen können. Oh Mann, echt jetzt? Zug beenden. Jetzt steht der wieder auf. Ganz schlechte Idee. Warum habe ich den nicht gemacht? Gale ist tot. So, was haben wir denn hier? Fliegen, werfen. Zu schwer zum Werfen. Okay. Hieb ohne Waffen, einen Schaden. Was ist das denn hier? Beschwörung aufgeben. Fliegen auf die Zielposition. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, was du damit machen kannst. Ah ja. Eintauchen. Sie ist dran. Du kannst dich auch nicht mal selber heilen hier. Beistand. Ja, ich bin tot. Das hat sich eigentlich alles schon erledigt. Ich hätte einfach gehen sollen, weißt du? Nein, ich muss unbedingt kämpfen, ich Held. Gehen sollen. Na, das war's alles. Also, das ist die letzte, die noch lebt. Und die Hand. Und der kann noch nicht mal das aufheben, weißt du? Werfen, klassische Interaktion. Verstecken. Stoßen. Was war das denn? Also das ist ja unnötig wie ein Kropf, oder? Sie ist tot. So, den haben wir erledigt. Bringt bloß nichts. Weil die anderen auch tot sind. Hat die noch irgendwas, was er nehmen kann? Da, guck mal, hier habe ich doch. Warum habe ich es nicht gesehen? Okay, kann ich nur einmal. Und warum ist es hier nicht in ihrem Inventar? Wenn ich es größer mache, ist es drin. Zug beenden.
Let's go. So, dann auch du. Du hast auf jeden Fall bestimmt irgendwo einen Heiltrank. Ist das ein sehr kleiner? Gibt es ja auch einen großen? Ne, natürlich nicht, ja. So. So, wer ist wieder dran? Sie ist dran. So, hast du einen Heiltrank? Nein, warum hast du keinen Heiltrank? Kannst du mir das mal sagen, warum du keinen Heiltrank hast? Muss ich jetzt nicht verstehen. Du darfst aber schießen. Durchbohrender Schuss. Fehlschlag hat ja super geholfen. So, das hier wäre interessant. Was hat der? 18. Der macht maximal 16. Strahl der Furcht. Verängstigt dein Ziel. Oder ich gehe jetzt, warte mal. Gehe in die Tiergestalt und, warte mal. 60%, 70%. Wir machen es anders. Ich gehe in die Tiergestalt und mache mich dann zu einer Spinne. Und baue ich ihn einfach. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Zu beenden. So. Dann haben wir das. Und dann darfst du nochmal die heiligen Flammen machen. Okay, zu beenden. Fehlschlag. Der ist tot, okay. Dann möchte ich gerne zu ihm springen. Na, Gale ist tot. Super, Gale ist tot. Gale ist immer tot. Bin. Okay, das ist ja mal cool. Stay focused. So. Ich würde ihn als erstes wegmachen. Sehr schön. Und schon hat es sich erledigt. Zu beenden. Sehr schön gelungen. Das ist doch mal was Gutes. So, dann darfst du hier Pfeil. Das hier. So, zu beenden. Sie ist da. Und ich würde ihn jetzt, das Problem ist halt, wenn ich jetzt springe. So, und dann kann ich ihn aber hier. Well met. I am a magical projection of Gale of Waterdeep, and if you see this manifestation, that means I have prematurely perished. Ach, das war der, however, der geile for Scheiß. Reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance that my death be remedied at your earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. Wie soll ich euch denn lieber wiederbeleben?
Warum hängen so viel Leben davon ab, dass ihr zu den Leben zurückkehrt? That will be covered by the for reasons that cannot be disclosed clause. So let's move on. I have upon my deceased person a magical item that can accomplish my return. But such is the value and rarity that it is protected by a multi-layered security protocol. I will now explain the protocol. Step one is to retrieve from my person a pouch I wear over my heart. Next, you must unthread the purple seam that seals it in a counterclockwise fashion. Do not touch any other colored strand. Inside the pouch, you will find a folded letter and a tiny flute. Unfold the letter and note the markings in the top and bottom corners. These are the notes you will need to play. Starting from the bottom right, play the notes in correct order, clockwise this time. Upon completion of the tune, a magma mephit will appear, which will pose the following question. Iskcha Chisnaga. This is Ignan for what is my name? The answer is Kasitrak Ash. Pronounce the name correctly, and the mephit will breathe on the letter. Stay clear, because the little scamp can melt metal. Words will now appear on the letter's surface, effectively turning the letter into a scroll of true resurrection. Use it to bring me back to life. Geiler Scheiß. Das ist doch lächerlich kompliziert. I think ingenious is the word you're looking for. Now, repeat my instructions back to me, please. Okay, also. Wie bitte? Ich weiß schon. Nähte, Noten, Namen, das alles. In that case, this will be an easy exercise. Step one. Ja, also, gut. Schritt 1, Beutel holen. And next? Ich soll die scharlachrote Naht gegen den Uhrzeigersinn auftrennen. Ich soll die purpurfarbene Naht gegen die Uhrzeigersinn auftrennen. Also gegen den Uhrzeigersinn auftrennen. Right. You then have access to the letter and the flute. Go on. Gut. Ich soll die Töne spielen und dabei unten rechts anfangen. Remember to play them clockwise. And after that? Wenn ein Mephith erscheint, soll ich den Namen Kahashi Drach Ash. Correct. But pay attention to the Trach. Ach, hurts. Is back of the throat. So geil. And so we have gone through the necessary steps again. So geil. It is gratifying to see your memory does not fail you. Best of luck with the protocol. May my cold, dead hands soon be refilled with the warmth of life, so they can shake yours in gratitude. So, meine Freunde. Das werden wir noch ganz schnell machen. Wieso bin ich... I need healing. Okay, das hätte ich jetzt nicht ge... komm hier, weg. Ich komme gar nicht so weit. Wieso ist denn... Back on your feet. Komm, hier weg, komm. Oh. Hat sich erledigt. Super. Ich glaube, ich bin alleine und ich bin tot. Kann das sein? Let's see. Hiding fast. I need healing. Ich habe alles überlebt und ich verrecke jetzt an diesem komischen Ding hier, oder was? So, pass auf, bringt mir nichts, weil ich krieg sie nicht wiederbelebt. Ist das ein Quatsch? Ich krieg sie nicht wiederbelebt. Taste like chicken. Let's see what we have here. Warum ist der so komisch? Erklär mir das mal bitte. Welches war es, das Ding, dieses komische? Warte mal, wo ist das? Das da brauche ich. Nehmen. Komm weg hier. Aber das wird nicht funktionieren. Was hab ich mir jetzt ganz ausgezogen?
Das war nicht meine Absicht. Das war nicht meine Absicht. Meine Freunde. Gucken wir mal. Wo ist der? Da ist es. Öffnen. The pouch is sealed with differently colored strands of thread. So, purpurne Naht gegen den Uhrzeigersinn auf drin. As the purple thread becomes undone, the pouch opens to reveal a letter and flute inside. So, dann spiel mal die hier. Das da. Ausrüsten. Dann spiel mal ein bisschen. This is the flute Gale kept on his person. A faint magical aura envelops its wooden surface. Einzelnen Ton spielen. The flute awaits with bated breath. Halt, wegstecken. Warte. Hier, lesen. Genau, also wir müssen anfangen, dann den Uhrzeigersinn. Also wir haben unten rechts, oben rechts, unten rechts, wir haben unten links. Also D, E, A, D. D, E, A, D. Mhm. Nee, Quatsch. Warte mal, lesen. D, E, genau, A, D. D, E, A, D. So, ausrüsten. Gale's magic flute is ready to be played. The flute awaits with bated breath. D. E. A, D. So, sollte der Kleine, da kommt er. Guinea Pig on a Stick. Iskcha Chisnaga. Da, ja, Zoom. So, dann. Mulfamesk. Tinu Franza. Mantra Gel. So, wiederbelebt. Und sie ist inspiriert, obwohl sie tot ist. Habe ich es falsch gemacht? Ja, habe ich falsch gemacht. Meine Freunde, egal was ich gemacht habe, es war von Anfang an alles falsch. Ich kann es jetzt zum Wiederbeleben. Wir sind schon fortgeschritten, das heißt, ich speichere hier ab als neuer Spielstand. Alle tot. Alle tot. Und wir werden nächste Runde sehen, wie wir damit weitergehen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und bis demnächst. Bis dann, ciao.